Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir geben uns heute den neuen Track von Billy, der ist gestern Abend rausgekommen. Jetzt gibt es direkt die Reaction. Ghost heißt er. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Der eine Track hatte mir nicht ganz gefallen. Dark Knight, glaube ich, war das der. Hat mir nicht ganz so doll gefallen. Der danach hat mir deutlich besser gefallen. Jetzt mit Ghost, ich denke natürlich direkt an Raff. Bin ich gespannt, was uns erwarten wird, Freunde. HD ist eingestellt, wir schauen gerade kurz rein. Das Ganze ist produziert. Ab Mittwoch könnt ihr Ghost überall streamen. Ey, das zeichnet ihn auch aus, dass er, bevor er diese Streaming-Links hat, den schon raushaut. Black Rose Beats, wir hören rein, Freunde. Let's go. Ey, wir haben so ein GTA-Musikvideo, das ist nice. Das ist sympathisch irgendwie. Guck dir diese Rapper an, alle haben einen Schock im Arsch. Ich bin nur auf immer, Digga, wenn ich Sex mit Boxen habe. Es wird wieder. Oha, okay, okay, okay. Okay. Guck dir diese Rapper an, alle haben einen Schock im Arsch. Ich bin nur auf immer, Digga, wenn ich Sex mit Boxen habe. Ich bin nur auf Emma, wenn ich. Achso, ja. Digga, wenn ich Sex mit Boxen habe. Nee, ich hab's nicht ganz ver. Was sagt er? Reportagen Ghost Lyrics. Ich bin nur auf Emma, Digga, wenn ich Sex mit Watson habe. Ah, Emma Watson, Mann. Okay, okay. Ich bin nur auf Emma, Digga, wenn ich Sex mit Watson habe. Es wird wieder Zeit, dass ich die kleinen Fotzen attackiere. Und deine Mutter raucht nicht, aber hört sich an wie Casimir. Ey, so ein Track habe ich mir echt gewünscht. Okay, 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 okay. Zeit, dass ich die kleinen Fotzen attackiere. Und deine Mutter raucht nicht, aber hört sich an wie Casimir. Bevor du mich in einer Shisha-Playlist hast, trage ich lieber FIFA Gaming, du Hurensohn. Oh, strong. Bevor du mich in eine FIFA, bevor du mich in eine Shisha-Playlist packst, trage ich lieber FIFA-Gaming-Merch. Dieser Typ, der so komplett abgestürzt ist, den keiner mehr kennt irgendwie. Der auf einmal 100 Videos am Tag hochgeladen hat. Ich glaube, sein Merch heißt einfach nur nice. Da steht einfach nur nice drauf. Geil, Mann. Ich fand auch cool, dass er das in die Adlibs mit dieser verquietschten Stimme reingepackt hat. Du mich in einer Shisha-Playlist hast, trage ich lieber FIFA-Gaming, du Hurensohn. Ich mach wieder das Wort Hurensohn hin. Oh, pardon, ich meinte Hurensohn hin. Oh, ey, auch cool. Ey, cool. Cool. Also, ich mach schon wieder den Fehler, dass ich dich Hurensohn nenne. Pardon, ich sage Hurensohninnen. Also dieses gegenderte. Ich mach wieder das Wort Hurensohnin. Oh, pardon, ich meinte Hurensohnin. Du sagst in deinen Tracks, du machst das Gap bis am Ballen. Ich mach kein Deutschrap, du Fotze. Ich will meine eigene Genre. Das ist wie Kotzen in der Aufnahme. Ich breche Rekorde. Und mit dem Schlüssel zum Erfolg, du Bitch, erkratze ich dein Porsche. Okay, also dieses, ich breche Rekorde. Ich bin bahnbrechend, wie Mock betrunken oder so. Hat man oft gehört, aber ich mag diese Laidback-Stimme von ihm sehr gerne, das ist dieses Angenehme einfach. Kannst du mich pushen, Reportagen ist Beste. Jetzt kommst du an und nuckelt Schwanz, als wär's eine E-Zigarette. Und ja, ich komm nicht in die Playlist vom Deutschrap brandneu. Wär ich denn, dann wäre Deutschrap brandneu. Auch strong, ja. Ja, seine Musik passt da einfach nicht rein, Mann. Die ist zu different und zu hart für die ganzen anderen Deutschrapper, glaube ich. Neu wär ich denn, dann wäre Deutschrap brandneu. Aber hat er echt, hat er cool umgebaut. Wäre ich da drin, wäre Deutschrap brandneu, wirklich. Also wäre Deutschrap, würde ein neuer Strich verliehen werden, quasi. Oh, Digga, was ist los? Reportagen kommen und ist wieder in sein Mode. Ja, mir geht es go. Ey, das liebe ich, wie vielseitig er ist. Er hat hier schon 8 verschiedene Stimmen und keine Ahnung. Er hat ja früher auch Videos gemacht, wo er so Rapper imitiert hat irgendwie. Dass er sich so ausprobiert, dass er sein Ding macht, dass er so dieses eigene Genre quasi hat, dass es jetzt kein verwundert, dass er auf einmal so einen komischen Dialekt hat in der Hook und einfach seine Stimme ganz verstellt, sondern er macht sein Ding, weil es passt, Mann, es passt einfach. Reportagen kommen und ist wieder in sein Mode. Ja, mir geht es go. Ich bin wie ein Ghost. Bitch, ich muss nicht fahren, Alter, spiel nicht mit meinem Brot. Okay. Oh, Digga, was ist los? Reportagen kommen und ist wieder in sein Mode. Und er kommt auf diese Black Rose Beats einfach unfassbar gut. Ich bin wie ein Ghost. Bitch, ich muss dich warnen, Alter, spiel nicht mit meinem Brot. Okay. Alle kennen dich als Jota, der Loser. Stellt sie ein Kreuz auf den Rücken und nenn es auf einer Tura. Du bist ein ekelhafter Typ und bezeichnest Frauen als B-Ware. Jetzt bist du so pleite und hast nicht mal mehr EC-Karte. Wichtig, Digga, wichtig.
Dieser Typ ist echt Abschaum. Lauter Typ und bezeichnest Frauen als B-Ware. Jetzt bist du so pleite und hast nicht mal mehr EC-Karte. Deutsche Rapper, alle Toys wie Charlie Nase weiß. Wenn Rapper Rücken brauchen, meldet euch bei Clan-Vergleich. Ey, so ein geiler Flow gerade. Deutsche Rapper, alle Toys wie Charlie Nase weiß. Wenn Rapper Rücken brauchen, meldet euch bei Clan-Vergleich. Du wirst durchlöchert wie ein Junk. Ey, dieses Clan-Vergleich, das war von Skeezy ein Video. Geil. Die beiden mit Arschgeweih, so viele Clown. Tschüss, haben wir denn schon Karneval? Du hast ein Studio und rappst mit deiner Crew. Alter Digga, ist ja cool, aber keiner hört dir zu. Ey, das erinnert mich gerade strong an Peter Fox. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr? Du hast ein Studio und rappst mit deiner Crew. Alter Digga, ist ja cool. Oder schon so ein bisschen. Oder vielleicht nicht unbedingt nur an Peter Fox, sagen wir eher an Seed, aber... Irgendwie habe ich gerade so einen kurzen Vibe davon bekommen. Cool, aber keine dazu, no. Ich habe ein Studio und rap mit keiner Crew. Aber fühle mich in der Roof, als wäre ich bei Dr. Wu. Ich bin nicht für die Masse. Ey, geil, Mann, hey, wie geil. Aber fühle mich in der Booth, als wäre ich bei Dr. Who. Dr. Who, diese Serie mit der, diese Zeitreisenserie mit der blauen Telefonzelle, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und der Clou ist quasi, dass die TARDIS, heißt das, von innen größer als von außen ist. Und dass er sich quasi in seiner Booth, die ja eigentlich auch nur so klein ist, komplett frei fühlt, würde ich daraus nehmen, dass er so viel Platz hat und alles machen kann, was er will da drin. Geil, Mann. Ich dafür, das liebe ich. Dafür liebe ich so diese Anspielungen, die er immer einbaut. Ich bin nicht für die Masse, aber schlechter aus der Masse. Bin wie Farid, nur mit Maske, der nicht ist so und mach Batzen. Du bist für die Masse, deine Fans haben Sticker auf der Mappe und sind in der dritten Klasse. True, Digga. Digga, was ist los? Reportagen kommt und ist wieder in sein Mode. Ich weiß auch nicht, warum dieses GTA-Video so gut kommt, aber es kommt einfach gut, diese Dance-Moves zu sehen. Ja, mir geht es gut. Ich bin wie ein Ghost. Bitch, ich muss dich warnen, Alter, steh nicht mit meinem Bro. Okay. Oh, Digga, was ist los? Reportagen kommt und ist wieder in sein Mode. Ja, mir geht es gut. Ich bin wie ein Ghost. Bitch, ich muss dich warnen, Alter, spiel nicht mit meinem Bro. Okay. Nice, Mann. Kam sehr, sehr gut, muss ich sagen. Kam sehr, sehr gut. Auch hier wahrscheinlich kein Song, den ich mir jetzt in meine Playlist packe und sage, ja, Mann, let's go. Aber einfach diese Vielseitigkeit, die hier drin steckt, die Hook war nice. Das Musikvideo hat mir überraschenderweise gut gefallen, weil es einfach so ein Move war, der so ist, ey, lass einfach ein GTA-Musikvideo machen, was ich gefühlt habe, was gepasst hat. Und ich finde es halt nice, wie er seine Stimme einsetzt. Das ist einfach so, ich habe jetzt Bock, so zu klingen und er macht es einfach und das funktioniert. Geil. Ey, Freunde, lasst mir auch mal ein bisschen gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer und...